Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobel und unser Thema heute Topfen. Topfen mit der Topfmaschine bei Rubera. Hier sehen Sie unsere neue, jetzt knapp ein Jahr alte Topfmaschine. Hier der Erdbunker. Hier ist immer ein Vorrat von Erde vorhanden, sodass man laufend weiter topfen kann. Ist der leer, wird wieder von außen aus dem Erdlager mit dem Stapler, mit der Schaufel Erde zugeführt. Dann hier der Vorrat an Töpfen, jetzt fast leer. Die Töpfe werden also auch automatisch nachgeliefert. Hier fallen dann die Töpfe in die Rondelle rein. Schön passend an die richtige Stelle. Die Töpfe gehen dann auf ihren Weg in die Topfmaschine und werden da hinten mit Erde gefüllt. Weiter hinten sehen Sie das Teil, das von rauf und runter geht, das ist der Bohrer. Der bohrt genau das richtige Loch in den Topf, rein, sodass die Pflanze passgenau hineingesetzt werden kann. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Hier haben wir zunächst den Pflanzenvorrat, das was jetzt gerade getopft wird. Momentan werden Heidelbeeren getopft, und zwar Heidelbeeren im 2 Liter Topf werden in 5 Liter Töpfe umgetopft. Hier ist die Sorte Blue Roma, eine unserer bestschmeckenden Heidelbeersorten. Haben wir kürzlich im Sommer auch in einer Heidelbeerdegustation hier auf gartenvideo.com gesehen. Und hier wird zunächst Dünger automatisch in den Topf reingegeben. Es ist umhüllter Langzeitdünger, der den Nährstoff abhängig von der Temperatur und von der Feuchtigkeit abgibt. Dies ist jetzt ein sehr stark umhüllter Dünger, sodass wir auch im Herbst Winter düngen können. Und der Dünger geht über den Winter bei der vielen Feuchtigkeit draußen auf dem Feld nicht verloren, wird dann erst im Frühjahr und Sommer abgegeben. Es geht nicht ohne Mensch, es geht vor allem nicht ohne Robert. Robert Meierhofer, unser Betriebsleiter, ist hier am Topfen. Ich bin bei uns der Einzige, der zwischendrin nicht arbeitet und Videos macht. Eher, wie gesagt, am Topfen. Hier kommen dann die Pflanzen aufs Förderband, laufen nach vorne und kommen zum Absetzroboter, der dann die Aufgabe hat, diese Tische laufend zu füllen. Die vollen Tische gehen dann auf die Vorratsbahn und bei Gelegenheit werden sie dann von anderen Mitarbeitern nach draußen gefahren und draußen werden dann die Pflanzen abgegabelt aufs Feld. Der nochmal schnell wie der Absetzroboter funktioniert. Die Pflanzen fahren rein, werden schön richtig platziert, sodass die Gabel sie nachher nehmen kann. Jetzt ist das Maß sozusagen voll, die Gabel kommt und stellt die Pflanzen auf den Tisch und der Tisch fährt wieder nach, sodass es wieder Platz hat für die nächste Serie. Das war ein kleiner Überblick, wie das Topfen in einer Baumschule funktioniert. Wir lieben Pflanzen, aber ohne Technik geht es nicht. Ich hoffe, Sie bald hier wieder auf gartenvideo.com zu sehen. Wie immer diskutieren Sie mit, wenn Sie Bemerkungen haben. Glauben Sie in diesem Fall alles, was ich Ihnen erzählt und gefilmt habe, und vergessen Sie nicht, auch jetzt im Winter weiter zu gärtnen. Danke vielmals.